überwältigendes Gefühl, dass es heute nochmal so geklappt hat mit der zweiten Goldmedaille. Einfach überwältigend. Vor 3 Monaten stand noch nicht mal fest, dass wir hier überhaupt ein Boot oder in 2 Jahren einen Start schicken können. Jetzt haben wir das super gemacht in der kurzen Zeit. Wirklich ein schlagkräftiges Boot zusammengestellt. Und ist so ein bisschen Wundertüte gewesen, weil wirklich wenig internationale Erfahrung von uns jetzt im Zweier da war. Und wir haben es super gemacht und haben den Brasilianern da im Endspurt den Zahn gezogen. Also haben wir im Training schon mal so ein bisschen gemerkt an der Zeiten, dass es nicht schlecht ist. Aber so richtig sicher ist man sich dann erst, wenn es im Wettkampf auch mal funktioniert. Da hatten wir jetzt den Vorlauf und da waren wir schon mit der schnellsten Zeit dabei. Vorlauf ist natürlich immer so ein bisschen viel Taktik dabei, aber schon mal so ein kleiner Fingerzeig gewesen und von daher haben wir schon Hoffnung auf eine Medaille gehabt. Dass jetzt Gold geworden ist, einfach unglaublich. Ich denke mal, einen großen Teil daran haben die Trainer, die Physiotherapeuten, Ärzte, die uns das ganze Jahr betreuen. Die sind ganz, ganz wichtig, treten uns da immer in den Arsch oder betreuen uns an vielen Stellen immer richtig. Das ist ja nicht jetzt das erste Mal, dass wir die Kohlen aus dem Feuer holen, sondern über viele Jahre haben wir es jetzt schon gemacht oder klappt es bei uns. Und ich glaube, das ist einfach das richtige Konzept und die richtigen Trainer am Werk, die uns da wirklich das Letzte aus uns rausholen. Ja, es ist eine große Ehre. Ich glaube, im Sportlerleben eine der größten Ereignisse, bei mir natürlich auch. Und ich bin stolz, dass mir die Ehre zuteil wird.